So, das Triathlonfest, dritter Tag bei den European Championships, steht an und es ist die Mixstaffel im Triathlon. So, und dann geht's los. Fünfter. Geht als Fünfter drauf, direkt hinter Norwegen. Also Max Studer, Vasco Vilasa und führend eben der Europameister Leo Berger. Das ist schon das Allerbeste, was in dieser ersten Gruppe am Start ist. Hier stehen vor uns alle Zuschauer auf. Standing Ovation. Und dann ab auf die zweite Runde. Viel bessere Ausgangsposition. Und diesmal für Max Studer. Gestern Pech gehabt. Hing da in der zweiten, dritten Gruppe beim Schwimmen fest. Ähnlich wie Lasse Lührs. Heute ist der Schweizer von Beginn an dabei. So, und für die vier ist das Radfahren und Schwimmen somit nach 15 Minuten auch schon beendet. Und jetzt geht's dann auf die Laufstrecke. Flach, kurz, 1,6 Kilometer lang. Und dennoch werden sich die Besten von den weniger Guten da nochmal absetzen. Vilasa ist einer, der kann laufen. Studer sowieso. Über Berger brauchen wir gar nicht reden. Kann mir vorstellen, dass der Norweger Fedle Thorn möglicherweise rausfällt aus dieser Dreiergruppe, wenn er sie überhaupt erreicht. Haben Sie gesehen, diesen Zwischensprint von Max Studer? Enorm, enorm. Hat sich was vorgenommen nach seinem gestrigen 22. Platz. Mit 7-Meilen-Stiefeln geht's los. Ja, Max Studer, das kann der natürlich, dieses schnelle Anlaufen. Ein exzellenter Läufer, war im vergangenen Jahr in Kitzbühel ja auch Europameister über die Sprintdistanz. Und mit Vasco Vilasa hat er einen Verfolger, der 2020 Vize-Weltmeister wurde hinter dem Franzosen Vincent Louis. Da eigentlich keine großen Geheimnisse. Im Grunde genommen waren alle Athleten dort oben, um nochmal umfangsorientiert zu trainieren. Relativ viel Volumen und wenig Intensität. Man kennt jetzt nicht den genauen Plan, logischerweise, aber im Grunde genommen inhaltlich ähnlich. Und immer noch das höchste Tempo vom Schweizer, von Max Studer. Vilasa halbwegs dabei noch und Berger muss schon reißen lassen. Das ist mal eine Ansage. Was genau vor einem Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio. 9. Platz. Immer auch schon wieder die führenden Studer. Da geht es dann schon wieder runter. Da ist heftiges Kopfsteinpflaster. Und anfangs hieß es, uiuiui, da müsst ihr aber aufpassen. Das wird möglicherweise ganz schwierig. Und jetzt sieht man es ganz gut. Da wurden also dann doch so Verstärkungen hingelegt. Wie soll man sagen, so Gummi. Matten. Matten, genau. Das ist das Wort. Vielen Dank. Und immer noch mit seinen langen Beinen hohes Tempo bei Max Studer. So, jetzt ein bisschen durch den Hinterhof. Das ist gut, dass da jemand steht. Und hier wird abgeklatscht. Und er hat sein Tagewerk verrichtet. Kreuz. Und wie? Und Bronze für Max Studer, Simon Westermann, Julie Deron und Katja Scheer. Tolle Mannschaftsleistung.